Hallo Leute, willkommen bei meiner nächsten Bausatzvorstellung. Diesmal handelt es sich um den Mini-Up-Bausatz des L1500A in der Mercedes-Ausführung, also Kraftfahrzeug 70 als Einheits-Pkw. Bis vor kurzem gab es ja eigentlich nur die Tamiya, den Steyr bzw. den Horsch in der Einheits-Pkw-Ausführung. Dann hat ICM nachgezogen und hat den 1500 herausgebracht und jetzt kommt eben Mini Art und bringt den in der Variante, die ich jetzt vorstelle, mit dem Verdeck. Dann hinter mir könnt ihr noch sehen, gibt es den sozusagen als Cabrio-Ausführung mit dem Figurensatz. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Bausätzen ist, dass in den hinteren die Figuren mit bei sind und dass ihr wirklich nur in einer Cabrio-Ausführung den bauen könnt. Es sind zwei Seitenteile für das Verdeck mit bei, aber das Dach selber ist nicht mit bei. Also stelle ich jetzt diesen schönen Bausatz vor. Was mir gefällt gegenüber ICM ist die Bauanleitung. Die ist ein schönes Heft bzw. Buch gehalten. Im Vordergrund sind gleich zu sehen diese schönen Bemalungsvorschläge. Und nicht in Schwarz-Weiß, sondern schön in Farbe. Das Heft ist sehr ausführlich gestaltet. Und ihr seht schon mal auf Anhieb, da ist viel zu machen. Auch der Fahrzeugrahmen, wie üblich, besteht aus mehreren Teilen. Die Aufgliederung der 3D-Zeichnung in der Bauanleitung gefällt mir sehr gut. Auch die ganz kleinen Teile werden nochmal explizit dargestellt, wo sie hinkommen. Also da ist MiniArt einen schönen Weg gegangen. Es ist ein kompletter Motor mit bei. Er müsst eigentlich nur noch, wenn er den offen, also es lohnt sich, ihn offen zu zeigen. Und wenn er das macht, nur ein paar kleine Leitungen noch ran und schon habt ihr einen schönen Motorbereich. Der Kühlergrill besteht einmal aus Plastik oder, was ich sehr gut finde, es sind auch das gleiche als S-Teile mit bei. Auch den Mercedes-Stern zeige ich euch nachher. Den gibt es auch als Ad-Teil. Ich finde, das ist eine gute Alternative. Und mit dem Motor selber wird das nachher sehr gut aussehen. Und MiniArt geht auch noch einen anderen Weg als ICM. Bei ICM sind ja immer die Reifen bei den LKWs aus mehreren Schichten bestehend. Bei MiniArt sieht das folgendermaßen aus, dass diese Reifen nur noch aus zwei Sachen bestehen, das sind eigentlich so wie bei Tamiya üblich. Darauf gehe ich dann auch bei den Bausatzteilen dann noch mehr ein. Trittbleche sind mit bei. Die Gewehrhaltung für die K98 sind mit bei. Das ist ein filigraner Bausatz. Das wird auch wunderbar nochmal gezeigt, wo sie eigentlich reinkommen. Wo die Halterungen reinkommen. Also die Bauanleitung finde ich gegenüber die gewohnten von Dragon oder von Trumpeter nicht zu überladen. Auch das Verdeck nachher besteht dann aus mehreren Teilen. Ich gehe mal, wie gesagt, da geht schon los. Den Rest kann man dann hier sehen. Ihr könnt sozusagen die Fenster geschlossen darstellen oder geöffnet. Das ist je nach, ist euch wirklich selber überlassen. Und zum guter Schluss, die letzte Seite zeigt nochmal den Rest, der noch gemacht werden muss. Ich kann euch schon mal verraten, es kommt da sehr viel Detailfeinheiten vor. Der Bausatz wird auf jeden Fall Spaß machen. Ich schalte jetzt mal um und zeige euch mal die Bausatzteile. Auch ein bisschen versuche ich es im Detail mal zu zeigen.
schön bis gleich gefüllt. Wir gehen gleich mal weiter zu den Dekals, die mit bei sind. Es sind auch, was mir aufgefallen ist, zwei Nummern mit, also ein Verkehrsschild mit bei, was etwas verboten aussieht, aber hier, man kann es sozusagen halbwegs erkennen. Die Qualität der Dekals ist sehr gut gehalten. Und ich gehe mal am besten mal so. Also alles drauf, was man so braucht, um die Versionen zu bauen, die vorgegeben sind. Das nächste sind die Ätzteile. Die sind jetzt so. Und hier sind also zwei Sachen da. Und da fangen wir am besten gleich mal mit dem Mercedes-Stahl und dem Kühlergrill an. Also von der Qualität. Könnt ihr euch jetzt selber überzeugen, der Mercedes-Stern. Teile für ein Armaturenbrett. So, und das andere zeige ich euch auch. Was für den Kanister mit bei, dann für das Nummernschild. Und gegenüber den Trumpeter-Ätzteilen könnt ihr sehen, dass die Teile wirklich hauchdünn sind. Die lassen sie sich sehr gut verarbeiten. Des Weiteren ist zweimal vorhanden der Gussrahmen mit den Klarsichtteilen. Die sind schlierenfrei. Jetzt zeige ich euch mal. Und dann seht ihr gleich, mit wie vielen Fenstern ihr das zu tun habt. Und wirklich klasse, schlierenfrei. Finde ich anders zu erwarten. So. Das nächste kommen wir gleich zu den Bausatzteilen für den Gussrahmen. Da muss ich sie bloß aus der Schutzfolie rausnehmen. Ist aber kein Problem, die kann ich nachher wieder zurückpacken. So, jetzt kommen wir mal zu den ersten Gussrahmen. Bestehend sind es wieder zwei Stück. Da sind die Reifen mit bei. Es sind keine Gummireifen, es sind wie gesagt auch keine Scheibenreifen, die man erst zusammenkleben muss. Jeder Reifen besteht eigentlich aus zwei, drei Teilen. So, dann fangen wir mal mit den Reifen an. Ich halte euch mal hier entgegen. Ja, ich wackle ein bisschen zu sehr, ich mache das mal anders. So. Und versuchen wir nochmal ein bisschen näher ranzugehen. Also von der Qualität könnt ihr euch selber überzeugen. Ich glaube, hier braucht man wirklich keinen Ersatz durch Resin. Wir sind auch die ersten Teilen, die Federn für das Fahrgestell und für die Achsaufhängung mit bei. Alles sehr schön fein gehalten. Die strukturierten Teile für die Sitze, die sehen hier so aus. Immer ein bisschen näher ran. Auch feine Teile wie die Haltegriffe. Hier ist wirklich viel Vorsicht zu walten bei den ganzen kleinen filigranen Teilen. So, das K98 besteht bei MiniArt wie bei Dragon auch aus zwei Teilen. Ich muss mal gucken. Ja, das habe ich hier nochmal einzeln. Das kann ich euch Augenblick. Ich packe mal die hier wieder so hin. Muss man hier ein bisschen kämpfen, aber so.
Genau, hier kann ich es euch zeigen. Das sind jetzt die K98, die mit bei sind. Der Schlitten oben ist lose. Liegt der mit bei? Der kann dann. Da ist er. Ach ja. So. Sind genug da im Bausatz dafür mit bei, dass er die ganzen Halterungen mit den K98 auffüllen könnt. Ihr müsst also nichts aus eurer Restekiste, nehmen, genau. Jetzt kommen wir zum Teil mit Werkzeug, Kanister, Teile für die Fenster für das Verdeck, die alle wirklich sehr filigran sind. Ich zeige es euch mal so. Jedes einzelne Fenster kann runtergeklappt dargestellt werden. Richtig schön fein wiedergegeben. Ob nun von der Seite oder von der Seite. Auch der Innenbereich zum Fahrzeug rein. Es sind keine Angüsse. Also die Angüsse sind nur leicht da. Auswurfmarken habe ich bis jetzt keine gesehen. Wenn dann nur innen bei den Kanister. Das Werkzeug selber ist sehr fein wiedergegeben. Ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr Dazubehör nehmt. Was einfach so lässt. Also ich würde wahrscheinlich da gar nichts weitermachen. So, das nächste Teil, also der nächste Gussrahmen, befasst sich jetzt mit dem Fahrraum selber. So, den Gastraum, da fangen wir mal an. So sieht der dann aus. Da habt einmal das Dach für den Verdeck, der Fußraum. Gehe einfach mal und zeig euch. So, das Verdeck selber finde ich auch gut gestaltet. Besteht ja aus mehreren kleinen Teilen. Der Fahrgastraum. Da müssen auch keine Ätzteile, keine Ätzteile nochmal extra reingefügt werden. So, die Feuerschutzwand zum Motorraum oder auch gedacht. Ihr seht ja immer diese kleinen Teile noch mit bei. Diese schönen filigranen kleinen Teile. Da ist wirklich beim Abtrennen Vorsicht, also da müsst ihr Vorsicht walten lassen. Und wie ihr seht, wenn, dann sind Auswurfstellen wirklich nur da, wo man sie nicht sieht. Bis jetzt kann ich sagen, hat mein Wachsspachtelgerät beziehungsweise ist mit Spachtelmasse wird wahrscheinlich in der Schublade bleiben. Auch Teil vom Fahrgestell ist hier mit bei. Was dann auf Fahrgestell raufkommt. MiniArt bietet ja den auch in der Pritschenausführung an, als Allrad und ja, als Allrad beziehungsweise nicht Allrad. Jetzt kommen wir mal nochmal zum Innenbereich. Da sind dann Teile jetzt mit bei, hier ist auch der Fahrzeugrahmen mit bei. Hier das filigrane Gestell für das Dach. Ja, ich fange mal an mit den kleinen Sachen hier und zeige euch mal. Diese Sachen hier, so. Wie ihr seht, sind die Sitze schon strukturiert. Also ich habe schon auf mehreren Berichten, also in mehreren Berichten im Internet gesehen, dass die, wenn die richtig schön bemalt sind, richtig gut zur Geltung kommen. Was ihr auch sehen könnt, sind die wirklich feinen Teile, also die feinen Bausatzteile für das Gestell nachher, die sind wirklich filigran.
Ihr müsst wirklich da beim Abtrennen aufpassen. Und beim Säubern. So, aber so. So, auch wieder Teile für das, für die Seitenteile für das Verdeck. Das Fahrgestell. Beziehungsweise das Fahrding, die Teile für den Fahrzeugrahmen. Jetzt drehen wir das mal um. Und sonst immer eigentlich Auswurfmarken zu sehen sind. Seht ihr nur da wirklich, wo sie nicht sichtbar sind. Das finde ich super. Jetzt kommen wir zum letzten Gestell. Gussrahmen mit Getriebe, Motorblock. Die Seitenteile für die Motorhaube und der Clou ist, auch hier braucht ihr auch keine Ersatzteile, weil die Lüftergrille, also die sind richtig schön offen. Gefällt mir sehr gut. Ist also alles jetzt hier mit bei für den Fahrzeugrahmen, der Auspuff, die Motorteile. Zeig's euch mal. So, fangen wir am besten mal hier an. Hier sind die beiden Kühlergrille, einmal komplett aus Plastik. Oder wenn, oder wie gesagt, die Variante, die Alternativvariante da mit den Ätzteilen. Der Wasserkühler, Teile vom Motorblock. So, die Lamellen, wie zeige ich das am besten mal? Ich versuch's mal. Ich drehe einfach mal das um und versuche euch mal zu zeigen, dass die wirklich offen sind. Jetzt kann man das, glaube ich, gut sehen. Da braucht ihr keine Ätzteile. Und hier gibt es auch wiederum keine Auswurfstellen. Auch bei der Motorhaube nicht. Bei ICM ist es meistens mit bei hier nicht. Hier muss nicht geschliffen werden oder verschliffen werden. Wieder nur da wirklich Auswurfstellen, wo sie nicht zu sehen sind. Auch beim Wasserkühler finde ich das sehr gut. Und weiter geht's mit den anderen kleinen Teilen. Also der ganze Fahrzeugrahmen ist eigentlich schon ein Bausatz im Bausatz. Also da nehmen sich ICM und MiniArt wirklich nicht sehr viel. Ihr könnt hier wirklich rein schon von out of the box, wenn ihr den Ort baut, die Motor schon richtig schön zur Geltung kommen lassen. Aber mit Leitung, offene Motorhaube wird das ein Hingucker schlechthin werden. Sind wirklich schöne Teile hier mit bei. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Hier gibt es wenigstens in diesem Bausatz, wenn ihr das Verdeck nämlich nicht haben wollt, gibt es wenigstens in diesem Bausatz die Möglichkeit, ihn auch als Cabrio darzustellen. So, das ist nämlich mit bei. Das schöne kleine Teil ist hier wirklich mit bei. So, das war jetzt eben jetzt die Bausatzvorstellung im Detail. Es bleibt eigentlich jedem selber überlassen, welchen Bausatz ihr eigentlich nehmen möchte. Von der Qualität mit allem drum und dran, Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es bei diesem Bausatz eigentlich nur meinen Daumen hoch. Wie gesagt, das war jetzt die Variante mit dem Verdeck. Mit Verdeck oder als Cabrio gibt es die Möglichkeit hier. Und hier sind zwar Teile für das Verdeck mit, also bei dem Bausatz sind Teile für das Verdeck mit bei, aber leider könnt ihr das mit dem Verdeck nicht machen, sondern nur als Cabrio-Variante. Dafür habt ihr eben die Figuren mit bei. Auch was zu bedenken ist,
bin mal so frei. Bemalungsvorschläge sind natürlich hier nicht die gleichen wie bei dem ersten Bausatz, sondern hier gibt es dann andere Möglichkeiten. Wie ihr seht, Beutefahrzeug. Was auch mit bei ist, ist auch natürlich die Anleitung für die Figuren. Und diese Figuren sind wirklich nur für den in diesem Bausatz mit bei. Ich gehe mal noch weiter ran. Der Bausatz genauso aufgetütet wie der, den ich euch vorgestellt habe. Der einzige Unterschied eben ist, dass ihr das Verdeck nicht bauen könnt und dass eben da jetzt die Figuren mit bei sind. So, das war jetzt die Bauvorstellung jetzt eben von diesem Einheits-PKW in der Mercedes-Ausführung von MiniArt. Jetzt habe ich noch eine Sache, da wollte ich gerne von euch mal wissen. Als nächste Bausatzvorstellung könnte ich euch vorschlagen von Meng den AMX-30 oder von Meng eben den Auf 1, das ist dann die Haubitze auf das AMX-30 Fahrgestell. Oder ich mache euch mal eine komplett andere Bausatzvorstellung, nämlich für mein nächsten Großprojekt mit den M1070 von Hobbyboss. Wo ich die Voyage-Ads-Teile habe, Eduard-Ads-Teile, dann von Realmobil, die ganze Zubehör, das kann ich euch gerade zu dem Bausatz vorstellen. Sagt mir eure Meinung, was ihr haben wollt. Das möchte ich gerne wissen. Sonst, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.